Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Heute möchte ich euch etwas erzählen über die Blauäugigkeit und Ahnungslosigkeit von manchen Leuten, was Edelmetalle angeht. Und zwar geht es um einen bestimmten Aspekt, nämlich wenn man unverhofft zu Edelmetallen kommt oder sich damit nicht auskennt und die dann veräußern will. Und zwar auf Auktionsplattformen im Internet, die jeder kennt. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Auf der einen Seite weiß kaum jemand was über Edelmetalle, Gold, Silber und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn jemand das in die Hand bekommt, dann denkt er hat irgendwie den Schatz von den Piraten der Karibik und ist unglaublich reich. Und wenn der das auf so eine Auktionsplattform stellt, dass sich 100 Leute darum reißen und ihm jeden Preis bezahlen, den er nennt, und dann ist das Erwachen, das böse Erwachen natürlich groß, wenn das in der Realität nicht der Fall ist. Ihr habt hier vor euch ein konkretes Beispiel. Das sind die 10-Euro-Gedenkmünzen, die von 2002 bis 2010 in 9,25er Sterling-Silber geprägt worden sind. Hier seht ihr ein paar exemplarische Beispiele. Um das ging es auch. Ich habe mir den Spaß gemacht, ein bisschen gesurft und dann habe ich gesehen, dass einer eine ganze Rolle von 10-Euro-Münzen eingestellt hat zur Auktion. Das waren dann 25 Stück. Man hat auf dem Foto gesehen, die auf der einen Seite halt die erste Münze, auf der anderen Seite die letzte Münze von der Rolle. Und ansonsten, man wusste halt nicht, wo man dran ist. Ich habe ihm dann einen Preisvorschlag gemacht, da er die Funktion aktiviert hatte und der ist dann aus allen Wolken gefallen und hat halt sofort zurückgeschrieben eine Nachricht, ah, wie kann ich nur so einen Preis? Und wenn die Provision von dem Auktionator, dem Online-Anbieter dann abgezogen wird, dann bleibt ihm nicht mal der Nennwert und so. Und da bin ich mir dann schon richtig blöd vorgekommen, weil soll ich dem dann erklären, dass man diese Münzen bei Fachhändlern bekommt, die seriös sind, wo man weiß, wo man dran ist, wo man sicher ist, dass man die geliefert bekommt, dass man die für 10,60 bis 10,80 im Moment kriegt. Und er hat halt einen Preis genannt, wo man irgendwie knapp 13 € pro Münze bezahlt hätte, wenn man das angenommen hätte. Und ich meine, man muss sich klar sein, wenn man es über diesen Weg verkaufen will, dass dann eine Provision abgeht. Und wenn man das dann einpreisen will, dann bleibt man halt drauf sitzen. Oder ein anderer Dummer kauft es. Aber ich weiß, es klingt jetzt hart, aber ich stehe ja nicht am Morgen auf und sage so, ich mache jetzt mal irgendeinem Unbekannten eine Freude, indem ich ihm komplett überteuerte Preise zahle für einen konkreten Sachwert, wo also auch ein Marktpreis festgelegt ist. Die Leute sind sich dessen einfach nicht bewusst, denke ich mal. Also, wenn man auf solche Plattformen geht und man sieht sich ein bisschen um, dann sieht man 99% von Privatanbietern komplett utopische Preise. Einer, der irgendwie mal für Maple Leafs 70 oder 80 € pro Unze verlangt hat, habe ich mal geschrieben, so nur aus Spaß und der Freude, weißt du eigentlich, dass man die für 16 € bekommt? Und dann sind die aus allen Wolken gefallen? Oh nee, wir hatten keine Ahnung, haben halt mal irgendwas eingestellt. Also die recherchieren nicht mal die Leute oder ignorieren das und geben halt trotzdem irgendwelche Wunschpreise ein. Und gut, es kann einen ärgern, aber man kann es halt auch einfach ignorieren oder am besten gar nicht mal reinschauen, wenn einen das nervt. Ich wollte halt nur mal erwähnen für die Leute, die halt an Silber kommen und dann denken, sie können das auf dem Weg veräußern, dass sie sich da nicht die großen Illusionen machen müssen. Vor allem nicht, wenn sie irgendwelche Allerweltsware haben, die millionenfach kursiert und wo jeder genau weiß, was es wert ist. Das war jetzt mal mein Anliegen, um das auch mal loszuwerden. Euer Silberfuchs.